So, die zweite Runde beginnt. Erste Runde 3-0 Punkte. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, die falsche Brille auf. Schöner Ansatz. Jetzt haben wir ganz schön viele schwarze Karten in der Hand. 10 Punkte gedrückt, Kreuz ist Trumpf. Stechen mit der Dame. 16. Wir haben 8. Den nimmt er mit, oder? Wow. Ich muss Pik jetzt auch schlecht stehen. Das macht das alles keinen Sinn. Ich darf auf Herzen schon abgreifen sollen, Verschneier. Nein. So, drei Jungen und nicht viel. 18 halten wir. Ungerne wahrscheinlich, aber die halten sie. Okay. Dann akzeptieren wir das in der Mannschaft. Gut, wenn ich Pik Dame abwerfe. Ich glaube, die hatten 18 an der Stelle. Dann kann er hinten laden. Ich spiele trotzdem Bauern aus. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vier Asse. Ach, der hatte gar keine vier Asse. Ja. Aber er hat zum Schutz die Pik 10 bestellt oben gehabt. Ich nehme die nicht mit. Post. Was überlegt er jetzt? Den Pik Jungen muss er mitnehmen und alle anderen Karten muss er tauchen. Ja. Na dann zeig mal, was du hast. Sechs Trumpf, keine Ahnung. Prozent 26. Jetzt los. So, 30 haben wir mit dem Stich gehabt. Ne? Okay. So, der hat den noch Spaß abgeworfen. Ja, okay. Irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Schöne Gegenkarte für ein Pik-Spiel. Ich will den sechsten Trumpf in den Karo. Gefunden habe ich aber nicht. Drei Punkte gedrückt, Herzspiel.
Man muss immer abwerfen, hilft nichts. Das könnte helfen. Es ist alles egal, was er da macht. Ich weiß halt nur nicht, ob er jetzt großartig gerade wäre. Er hat Null noch mit drin gehabt, wahrscheinlich mit zwei Herzen. Wäre er nicht sehr glücklich geworden. Der liebe Mayan. Ist er Mayan? Ich glaube, der heißt Mayan. Ganz netter Kerle. Nein. Nein. Es hat 10 wenigstens gedrückt gewesen. 14 stabil gedrückt. Und noch ein Paket hinterher. Ja. Jetzt könnte mal das erste Spiel mit ein bisschen Gegenpotenzial. Zweiundzwanziger Reizung. Okay, einer ist auf K.O. und eine 2 unterwegs. Vielleicht hat es auch einer auf 0 unterwegs. Na gut, Kreuz sollten wir eigentlich schaffen. Geht er drauf? Okay. Oh, Schatten. Jetzt kann es noch reichen. Weit. So. Karo oder Herzbindekarte? Noch nicht ganz genau. Mal reizen müssen wir. Karte ist da. Das gut, das weiß ich nicht. Okay, neues Spiel.
Ach ja, endlich wieder neu gewonnen. Entweder das war eine Internetverzögerung oder das war wirklich eine Verzögerung. Das war wohl eine Internetverzögerung. Ich hatte nicht Ass König in Grau. Dann nicht, wie sieht das aus? 34. Zocker. Tatsächlich. Ach, schon wieder Karo Bindekarte. Kreuz Bindekarte. Zwei Treffer finde, dann ich einen Karo und hohen Karo finde, das ist Schwarz. Ich habe drauf kommen. Sie haben wahrscheinlich bei vier Assen und vier Bauern, dass ich hier rankomme, aber jetzt haben wir ihnen zumindest sein Glück getrieben. Ich glaube, dass diese Zehner alle stark sind und deswegen mache ich Pik 7 auf. Jetzt muss man eine Entscheidung treffen. Ich habe die gewonnen. Was denn? Kein schlechter Mann. Immer eine blanke 10 dabei. Bei 27, wenn Kreuz 10 bestellt hat, ist das realistisch. Wenn Kreuz 10 bestellt hat, dann glaube ich nicht. Wir müssen 31 abonnieren. Alles korrekt. Karte stirbt weg.
27 weg, ja, ist klar. Kreuz Ballern zu 5, da steht häufig Kreuz Ass 10, der wenig Kreuz, reizt vielleicht auch ein bisschen K.O. Der hat Krank oder Pik. Frage ist, ob er Krank gewinnt. Auch K.O. Elf und acht, 19. Viele Seiten, also wird er mit drei Bauern wahrscheinlich nicht haben. Ja, ob das gut war, weiß ich nicht. Ja, ich habe halt blank aufgemacht. Was am ungefährlichsten erschien, das war genau das Viererfeld. Hat einen 10-Trumpfer gegen 5-Trumpf gewonnen, weil ich halt nichts habe. Nichts. Tja, irgendwie gerät das hier alles außer Kontrolle gerade. Ich glaube, das Spiel gefühlt, ich weiß nicht, ob das. Herz 5-0 Trumpf. Okay, Karo Blank nochmal. Sechs Atu, Karo Ass. Sieben bekannte Karten. Sind auch wahrscheinlich ein 7 spielen. Die kann ich nicht tauchen. In einen König greifen. Immer in Lieblingsfarbe. Oder falsch natürlich. Wir wollen uns als König holen. Ich habe leider nicht mal mitgezählt. Ich spiele jetzt schon nur noch Maximum. Er hat noch drei Kreuzen, das ist klar. Muss ich jetzt blank stellen? Das hat er nicht geschafft, sich das blank zu stellen? Okay. Hat gereicht, hat mich zwar spielerisch nicht überzeugt, aber hat gereicht. Okay. Brauchen eine gute bei unserem Kreuzspiel, das gereizt wird, ist schon wieder nicht so schön. Ja. Leider nicht mehr. Okay. Kreuz 8 Pik, das ist immer nicht viel, wir passen auch bei 20.
So, Kreuz ist Trumpf. Schafft das da, die Dame draufzulegen, wenn er Ass 10 Dame hat? Das verstehe ich immer nicht, warum da die Blanken nicht rausgeschossen kommen. Das ist doch alles nicht so schwer, mein Gott. Predigt doch der Martin. Immer wieder predigt das der Martin. Alles unwichtig. Das auch König, damit hätten wir auch ein Spiel bekommen. Marianne ist in Spielrausch. Eine gute. Mal gucken, ob es reicht. 3 Punkte gedrückt. Kreuz ist Trumpf. Weiß nicht, ob es richtig war, die 7 auszuspielen. Damit muss man immer ein bisschen aufpassen. 14. Okay. Schnell trotzdem. Ist nicht so schlimm. Und 14, 4 und 29. Und weiter. Dazu klappt am Ende der 3 nicht auch, aber nicht. Das hat zu lange gedauert. So, wir haben mal wieder eingewonnen. Einfach kaum. Welcher Spieler sind wir überhaupt? Spieler 3. Okay, Marco. Martin sieht gut aus. Das ist überhaupt nicht schlecht. Achso, Foto machen. Ganz ohne 2 ein Pflichtspiel. Wir müssen die einfachen schwarzen Farben übertreffen. Okay, jetzt ist es im Grunde genommen 13 gedrückt, Krang. Mache ich doch trotzdem. Einfach ganz Schneider. Das ist nicht unser Preis. So, Martin steht 7 zu 0. 665. Hier ist alles gleich auf. Und ich bin hinten. So, was machen wir auf? Wir machen mit und schubsen was raus. Ja, das sind wir halt Schneider, ist halt so. Ganz einfach, gucken wir uns nicht an.
eine gute gefunden. Herzkönig. Gut, Herzkönig war auf keinen Fall blank, das ist klar. Also jetzt noch mal Herz spielen. Und er kann noch mal Herz spielen. Oh ne, ein Herz am Reiben gedrückt. Richtig. Keine Ahnung. Okay. Kann re relativ risikolos 18 sagen mit der Karte, aber ich habe keine Lust drauf. Unser Herr Julian Nowakowski hat sich noch nicht gemeldet. Ansonsten glaube ich. Kurz damals auch ein merkwürdiges Ausspiel. Den Karo vielleicht selber gedrückt. Mein Mann hat kein Karo, wirklich. Ich weiß nicht, Kreuz 10 Dame, die Dame aufgeschlagen. Er hat Pik Ass zu 5 und zwei Seitenasse. Weiß nicht, was da los war. Der erste ist immer blank. So, Spiel Schneider ist, hätte man jetzt auch nicht zwingend gedacht. Ärgerlich, der Krank. Darf nicht Kreuz König legen, aber ich komme da nicht drauf. Sechser Two in Kreuz mit nichts. Allerdings macht Pik 7 einen wunderschönen Nullwert. Ich sag's mal, Mensch. Pik 7 haben wir nicht gefunden. Okay. Ich splitte auch manchmal gerne hier auf die 20. Das hat er jetzt so schnell gespielt, oder? Also, ja, natürlich, er kann den Trumpf fallen lassen. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, dann bin ich kaputt. Er muss ja den letzten Trumpf gehabt haben. Er hat zwar 10 Karo Ass im Bauer. Kreuz Ass hat er auch noch gehabt.
Ich will kein Karo finden, auf jeden Fall. Okay, zum Karo. Vierzehn. Ein Karo mit. Schneider. Mit drei Schneider. Wunderbar. Die 26. Ich muss jetzt erstmal klären, wie es hier aussieht überhaupt. Marco sieht gut aus. Ich sag, Magermilch, Magermilch, Magermilch. So. Ach, ja, das waren 18. Karotten. Dann geht's halt nicht da. Also 60 gehabt, wenn sie 57 haben, ne? So müssen. Ich konnte keinen kleinen Trumpf spielen. War ärgerlich. War halt fragwürdig, es lag keine Verstärkung. Und schon sind wir ausgebremst und sahen keine 18 mehr mit 4 Trumpf und zwei Seiten Assen. Okay. Ein sehr schönes Herzspiel gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass er 20 gesagt hätte. So, Roberto Blanco. Plan geht nicht auf.
Stelle das eben drauf für Speak. Nicht passbar. Auch gegen den Chip-Leader nicht passbar. Habe ich eigentlich reingestellt? Ich weiß es gar nicht. Okay. Also gefühlt sieht es gar nicht so schlecht aus. Genau. Das war eine Tonne. Ja, jetzt haben wir zwei. Ich weiß es nicht. Ich passe einfach. Wenn ich nicht weiß, dann passe ich. Was war das jetzt? Das verstehe ich nicht. Okay. Ein Auge hin oder her. Verstehe nicht, wenn ich blank aufspiele, wer den ersten Trumpf nicht mitnimmt. 8, Kreuz, 10, Kreuz, Ass. Das Ding ist doch platt, oder nicht? 8. Der nimmt mit auf 8, spielt Kreuz 10. Ich steche mit meinem Bauer.
auf 31, schub sie in Karo rein und dann kann ich auf Kreuz Dame und Trumpf Ass zwei volle Raden und wir haben gewonnen. Ein Auge hin oder her. Ja, gut, ein Auge hin oder her. Das 10, so, an dem Tisch ist gar nichts passiert. Er gewinnt ein bisschen. Naja, wir passen jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie es steht. Ich spiele mal jetzt glücklich gewonnen, weil Pik 3-3 stand. Darauf habe ich gespielt und dass er für die 18 Kreuz 10 hat, was auch war. Er hat glücklicherweise den Herzkönig zu dritt abgeworfen. Also hat alles gepasst. So, jetzt gucken wir mal, wie es ausgeht.
Auf mit dem Lauf nach Wien. Nachtigall. So, jetzt steht. Ich weiß nicht, ob wir gewinnen, wenn da noch aufgestellt einer 10 steht. Keine Ahnung, wir werden sehen.